Herzlich willkommen und hallo bei Padauts. Mein Name ist Nico. Mein Name ist Martin. Und wir spielen wieder Bayonetta, mittlerweile Part Nummer 10. Und im letzten Part gab es ja eine monumentale, epische Monster... Entscheidungsschlacht. Schlacht, genau. Und ist natürlich wieder Padwechsel angesagt. Und diesmal werde ich zeigen, was ich kann oder nicht kann. Und wir haben uns die neue Waffe jetzt auch leisten können, damit ihr die auch gleich sehen könnt. Wir haben sie noch nicht angetestet. Aber... Es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Oh, was war das denn? Guck mal, ich kann Flammenwerfer machen, wenn ich... Das ist cool. Halte. Wow. Okay. Schön. Wer hätte erwartet, dass es so ein Flammenwerferzeug ist? Ja, damit hätte ich jetzt auch auf jeden Fall nicht gerechnet. Nee. Na komm. Dank Lokis Energie verfügst du über eine neue Fähigkeit. Lenken und 2x ZR. Oh, was? Ich bin ein kleiner Wurm. Ach, nur Unterwasserschlange. Ja. Das ist aber schon cool, ja? Ja, auf jeden Fall. Now why did you have to go and do that, little one? Wake up. Damn it. Wake up. Enough jokes. Wake up. Oh. Das war mies. Ja. Karma. Come now, love. You can't let kids' jokes make you that mad. And what about you? Do you really think it's safe to play dead with someone who can make you dead? Men like to gamble, love. Risking everything for nothing. Seems about right. I know another little boy just like that. Sounds like my kind of guy. Maybe a bit of a pervert, though. Let's go. We're almost to the cathedral. Und jetzt ist er wieder ein Flughörnchen in mir drin. Oh, das klang falsch. Ja, es klang sehr komisch, aber okay. Es war nicht meine Absicht, diesen Eindruck zu erwecken. Ja, wir haben schon lange kein Buch mehr gefunden, ne? Genau. Oh! Ja, wie geil ist das bitte? Das ist sehr cool. Aber es macht den Level natürlich auch wieder umfangreicher, ne? Ja, definitiv. Das ist echt übelst cool. Was ist hier? Oh, ein Kampf. Und unter Wasser geht das Feuer. Sehr gut. Das ist SpongeBob-Logik. Wir sind unter Wasser, wie kann da überhaupt ein Feuer? Pschuh, oder was? Oh, unter Wasser kämpfen ist aber. Ich weiß nicht, ich verliere so ein bisschen die Orientierung dabei. Na. Ah. Oha. Na komm. Das ist ja komisch. Ja, es ist wirklich. Oh nein! Mhm. Oh. Nicht nochmal, bitte. Nicht noch ein Kampf unter Wasser. Ugh. So, was haben wir hier drin? Ein Lolli. Einen grünen Megakräuterlutscher. Ah, nein. Ich wollte schlängeln. Was geht hier? Er hat auf jeden Fall gespeichert, aber hier ist nichts. Wie sehe ich eigentlich aus?
Ja. Oh, die Zähne, guckst dir mal an. Ah, schon ziemlich cool. Ja. So. Es ist so groß. Da ist nichts. Gucken wir mal weiter. Vielleicht geht's ja doch an Land weiter. Oh. Ah, so ein Trüchen. Oh. Als hätte ich's gewusst. Ja, ne? Was ein Zufall. Ja. Na, komm. Der Rest unter Wasser, oder? Ja, da. Ja. Da sehe ich noch was. Da ist auch noch was. So. Ja, das ist einfach. Ja. Und der letzte? War der da nicht? Ne. Dreh dich mal um. Da. Da, okay. Das war zu einfach. Aber so viel Zeit, wie man hat, ist es echt total egal. Was auch immer man da tut. Ach, Gummi. What? So. Und hier war's, genau. Ein Herzteil. Haben wir jetzt 4? Ja. Ja, sehr gut. Aber mittlerweile sieht das doch schon recht vernünftig aus von der Health und der Magieanzeige. Untersuchung stand hier gerade. Der Eingang zur Kathedrale ist versperrt. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Hm. Okay. Achso, das ist da, wo wir angefangen haben. Ja. So, ja, dann muss ich da wohl doch übers Wasser gehen irgendwo. Wer bist du, Jesus? Ich meine, ich sehe ein bisschen so aus, oder? Könnt ihr halt in die Kommentare schreiben, ob das auch so sieht. Ach so, ich dachte gerade, hä? Nee, ich persönlich. Ja, ich wollte gerade sagen, Jesus sah nicht aus wie eine Schlange. Ah, ja. Ah, das war zu einfach. Ich wollte es gerade sagen. Aber dadurch, weil ich das verkackt habe, konnte man ja nochmal die Truhe sehen. Genau. Ne, das ist pure Berechnung. Ja, geradeaus oder runter? Ja, guck doch, was unten ist. Ja. Boah, runter mit dir. Oh Gott, das ist... ein Kampf. Ah. Ein versteckter. Ah. Also die Kombos von der neuen Waffe muss ich auf jeden Fall mir nochmal angucken. Das erschließt sich mir nicht so schnell. Nee, das ist jetzt auch ein kleiner Unterschied, ne? Unter Wasser und dann noch mit der neuen Waffe. Ja. Guck mal, die Waffe hat sich jetzt in so ein Wasserding verwandelt. Oder Eisding. Siehst du das? Ja, beides. Ja, weil vorher war auch von der Hand her Feuer. Echt? Ja, und ich weiß nicht, wie ich das gewechselt habe. Weil wenn man das noch irgendwie quick wechseln kann, ist das ja richtig geil. Oh, guck mal, noch mehr. Ah, jetzt geht's ja richtig los. Ja. Läuft bei uns. Läuft. So, hier hoch? Nee, oder? Doch. Ja, genau. Ach, komm. Das war jetzt blöd. Wie schnell sie auch schlängelt. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das gewechselt habe. Wobei es halt ziemlich cool ist, dass es geht. Ah, da war eine... da war ein Vogel. Hast du ihn auch gesehen? Nee. Da. Ah, du bist ja ein ganz kleiner... Ah, verdammte nee. Axt. Ich krieg dich. Voll verkackt. Ah! So. Ja. Sehr schön. Hab ihn. So, zu dem Typen brauchen wir nicht. Da ist nochmal ein Buchding. Katakomben der Kathedrale. Und da hinten ist ein Trüchen. So. Oh, noch ein Herzteil. Ich sag dir, bald geht die Hälfte über den ganzen Bildschirm. Ja. So, da oben ist nichts, also in die Mitte. Okay.
Dieses Ding strahlt die gleiche sonderbare Energie aus wie Loki. Es scheint wohl eine Art Apparatur zu sein. Ich versuche, sie zum Laufen zu bringen. Oh Gott, ich bin zu dumm für Rätsel, Leute. So, Idee Nummer 1 ist natürlich immer raufhauen. Na. Könnte auch hier was mit diesen Sockeln zu tun haben. Und sie alle kaputt kloppen. Ja, aber ich glaube nicht, dass das das Ziel ist. Hm. Ah! Ah. Okay, was passiert jetzt? So ein Zeit-Zurückspul-Ding oder was ist das? Wer weiß das schon. Ah. Sehr schönes Ding. Kommt da jetzt Dracula? Oh. Ach so, ein der Sarg war der Gegner. Pain. Ophain der Pain. They don't look like your kind of normal attention. A friend, love? I think my friends and I might have had a falling out. Why would Infernals be after me? Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right, does it? Hm. Jetzt sind die Engel und die Dämonen die Feinde. Let's do this. Das könnte aber auf jeden Fall die Gegnervielfalt ausmachen. Ja, oh. Richtig. Das ist auf jeden Fall sehr gut dafür. Im ersten Teil waren es ja wirklich immer nur ausschließlich Engel. Ja. Also so wie ich es in Erinnerung habe auf jeden Fall. Ich glaube auch, ja. Das war schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, mich daran zu erinnern. Ja. Genau, so gibt es noch nur etwas größere... Wow. Ein etwas größeres Gegnerrepertoire. Also ich frage mich auf jeden Fall bis jetzt von diesen Umbra-Angriffen, die da kommen, kommt ja meistens immer nur diese Schlange, ob da noch... mehr Möglichkeiten offen stehen mit der jetzigen Waffe. Ja, ich glaube schon, da gibt es dann schon ein paar mehr. Würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Schon wieder die Climax. So, der hat aber jetzt lässt du ihm auch keine Ruhe, ne? Jetzt nee, das gibt's muss... auch. Oh ja. Ja. Oh, was ist er denn? Ist das der, den wir in dem Luftkampf schon mal hatten? Der hat ja auch alles zersäbelt, ne, bei den Flugviechern. Das kann sein, ja. Platin, ja, ich wurde einmal getroffen. Ich will die Waffe. Ja, meins. Ist das ein Schild? Sehr schön. So. Wo schwimmen wir jetzt hin? Geht's immer höher jetzt oder was? Hm. Komm. Da war ich jetzt gerade doof ein bisschen. Ne. Die große Halle. Ah, die ist wirklich groß. Wer baut sowas? Große Leute. Ah, guck mal, eine neue Waffe. Oder ein Teil einer neuen Waffe. Engelshymn, Erlkönig. Also kann es auch sein, dass man die nicht findet und die Waffe nicht bekommt, ja? Ja. Das wäre voll kacke. Wow. So, was macht das Ding? Oh, jetzt ist es selbst schon weg. Oh, ich glaube, ich krieg Stein oder so. Ich habe gerade echt verkackt. Oh. Nein, jetzt das auch noch in den Ring hat er mich gezogen. Ey, du bist so scheiße. Komm her. Ah. Ja, das war. Nee, das war vielleicht. Richtig scheiße. Das war die schlechteste Leistung seit Anbeginn der Zeit. Gold! Dafür Gold. Das ist mal wieder nett, das Spiel geworden ist. Ja. Früher hätte es das nicht gegeben.
Nee, früher hättest du jetzt gleich nochmal von Anfang an spielen können. Ja. Wenn sie gesagt, nee, komm. Nee, mit dem Rang lasse ich dich nicht weiter. Ja, wird mal alles gelöscht. Kannst du mal versuchen. So, ganz viele Ringe. Ist ja auch alles teuer, was man sich hier so kauft. Ja. Aber dafür gibt es ja den Multiplayer. Kling! Oh. This is it. The bridge to the heavens should be right above us. Are you sure? Not really. Not really, huh? But you're right. This is it. Sieht so klobig aus, die Waffe. Ja, das stimmt. Women's intuition. What kind of silly comic book shit is that? You still don't know a thing about me. Let's just say I have plenty of experience with nothing coming to mind. What? I spent 500 years not knowing who I was. Oh, sie ist so alt. Ja. I only found out the truth recently. You too? Listen, I don't remember a thing. Nothing. I don't even know why I'm so damn sure I need to go to that mountain. But I know I have to. It's all I know. Does that make any sense? Come now, little one. Can't let the girls know you've got a heart. It's not like that. If that's all you know, that's all the sense you need. Just believe. That's what I did. Bayonetta. Let's do it. Geht doch. Hier ist ein Muspelzheim-Ding. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Ist echt, ne? Ja. Oh, hier kann man gleich rein. Die Kombos austesten. Oh! Süße, da war er nämlich. Ein anderer. Ah, warte. Jetzt habe ich es natürlich verkackt. Na, ich meine, oh. Oh! besiege den Gegner vor Ablauf der Zeit. Nicht mit mir. Ja komm, dafür gibst du mir jetzt rein Platin oder was? Sah gut aus. So. Jawohl. Ja, sauber. Und auch noch ein zerbrochenes Hexenherz. Das hat doch mal funktioniert. 1, 2, 3 und dann nochmal dreimal den. Oh, ja, sehr schön. Was kann er noch so? Okay. Und mit Feuer. Oh. Es ist halt die Frage, ob es irgendwie so ein Instant-Wechseln gibt. Ja. Zwischen dem Eis und Feuer oder ob es halt wirklich immer jetzt so bleibt, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Unerklärliche Funde. Gibt es hier noch irgendwas? Nee. Nee. Ah, immer raufhauen, weißt du? Untersuchen. Eine große Kugel hat sich in den Boden gebohrt. Ja. Ja, warst du schon? Vielleicht ist dies auch eine Apparatur. Sie strahlt die gleiche Energie aus wie Loki. Das habe ich schon mal gehört. Loki und seine künstlichen Augenbrauen. Ne. I remember this. Okay. Da drin spielt er jetzt Blitzball. You again? Oh, hey, Mouthy Brat Kid. So, I see you're acquainted. How did you get here? I'm the great Luka Luca. I didn't go through all these ridiculous ordeals to just randomly show up in opportune places, you know. See? Risking everything for nothing. Told you I knew someone just like that. So, what are you after this time?
Oh, loads of stuff. For instance, I found this really great place for seafood. They do an amazing sardine meuniere. But more importantly, I'm investigating an old Noah Toon story known as The Legend of Aesir. The Legend of Aesir? And this fairy tale is? Actually, this might have something to do with you, Bayonetta. You don't say. The Legend of Aesir. A legend from the dawn of time. Nobody knows where the world came from. A struggle caused the Trinity of Realities to be split into three realms. Light, darkness, and chaos. Obviously, our world was the one born from chaos. The three worlds all needed rulers. Most of all, ours. And the one that ruled the chaos became known as Aesir. Aesir spent the first eternity quietly looking upon the Earth from his holy mountain. Where we only see reality and make it match our rules of the world, Aesir saw through reality, and those visions became our world. These observations became Aesir's power. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. However, Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will. So the power he wielded was split into two equal halves and entrusted each to humanity's instincts. The right eye of light and the left eye of darkness. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. With control of the eyes of the world, the eyes that determine destiny, humans could choose their own paths. They awoke to their own identities. Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but now we were thinking reeds, and we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir had been granted the power of creation. The eyes? That's right. The eyes of the world, controlled by a Lumen sage and Umbra witch. The eyes of the world? However, the influence of the right eye, the one controlled by the sages, left this world forever with the death of the final sage. Do the natural disasters that are occurring right now have something to do with the loss of the right eye? And what will happen to our planet? Those are the truths I'm after. And the truth will always be the truth. So if the truth is here, then so am I. And I think the key to that truth is that mountain, Fimbulventer. How do you find these things? I've done my homework. Would you expect anything less from the marvelous, magnificent, magnanimous Luca? Das hat er verdient, jetzt ganz ehrlich. Das war abzusehen. Bayonetta, get on! Oh Gott. Keine Pause. So. Oh, das ist dir vorher auch passiert, ne? Ja. So. Gucken, was jetzt hier noch geht. Das nervt mich nicht auf der Kugel. Also ich finde aber diese große Angriffe schon recht cool mit dem. Und ja. Okay, das war knapp. Oh, das musste ja passieren. Super Mario Galaxy. Stimmt. Ah, oh, da ist nur ein Gegner.
Mehrere sogar. Ja. Dann foltern wir die einfach mal, ne? Ah, diesmal nicht. So. Bestrafen. Spanky Ham. Ja. Ah, Gold, war klar, ich wurde ganz schön oft getroffen. Ja. Oh, noch so ein Fetter, muss das sein. Shit, we're not going to make it. Oh, muss ich jetzt echt? No. Wow. Es ist so ein bisschen wie für den Dreamcast die Sonic Adventure Spiele, wenn zum Beispiel, ja, genau. Ja, vor dem Truck rennst oder genau, dem Pillerwall. Genau, richtig. Ja, gut, dass man nicht sieht, wo man hinrennt. Ja. Kann man so drauf. Es ist. Ich glaube, ich hätte vorhin die Hexenzeit irgendwie machen müssen. Ja, genau. Und dann kann ich schießen. Oh. Ja, oh. Weil ich es zu spät gecheckt habe. Ja. So, was passiert hier noch? Oh. Das ging schnell. Ja. Okay. Na. Ja, Bayonetta regelt das schon. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir haben ja schon ganz schön mächtig überzogen jetzt. Ja. Die beiden fetten Bossgegner werden einfach in der nächsten Folge zerberstet. Bin ich dann noch dran oder du? Nee, du bist noch dran. Ne? Ich bin da noch dran. Genau, es ist ja kein. Genau, es ist immer noch das Kapitel. Nur ich hoffe, es hat euch bis dahin gefallen. Ja. Wenn ihr die nächste Folge auch sehen wollt und benachrichtigt werden wollt, wenn die dann online kommt, einfach mal den Abo-Button drücken und wenn es euch gefallen hat, auch den Like-Button. Und wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt über Nikos Spielweise oder ob wir doch noch tauschen sollen zum nächsten Part, dann schreibt es einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns in Part 11. Genau, schönen Abend noch. Reingehauen. Und ja, tschüss.